Ja, heißt, wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen. Schauen noch eben, ob hier noch irgendwas ist. Das ist eine Tür. Die nehmen wir noch nicht. Alles klar. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Richtig. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ja, das sind diese scheiß kleinen schwarzen Viecher. Ihre pilzartigen Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen, die Molded getauft, angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded, geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann. Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Gewebeproben von Evelyn einer Blablabla unterzogen werden. Okay. Ja, wie wir zum Beispiel Mia verabreicht haben. Das Serum einer infizierten Person zu injizieren, sorgt für eine Kalzifikation der Myzelien, aber wenn die Zellen der Person schon weitgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Okay, ich dachte eigentlich, das Serum wäre dann tödlich, wenn Mia das jetzt bekommen würde. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Ja, alles klar, gut. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es blablabla aussetzten. Wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekrotoxin nennen und das selbst in kleinsten Dosen tödlich sein kann, wahrscheinlich. Okay, E-Nekrotoxin, ja. Heißt, damit können wir Evelyn, glaube ich, töten. Will die Nachricht uns sagen. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist eine reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Alles klar. Andererseits, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzucht kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Alles klar. Extrem viel Pedder. Gut. Sie fühlt sich halt einfach nur alleine und möchte es vielleicht kompensieren. Gut. Öffnen wir mal hier diese mysteriöse Kiste. Target acquired. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie-Biowaffe basieren. Ah. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekten zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serie-Zellen in den Nekrotoxin-Behälter. Das heißt, dass Sie damit Sachen töten können, die durch Evelyn entstanden sind. Zum Beispiel Mia, wenn sie sich komplett verwandelt. Das haben wir doch nicht. Doch, haben wir. Da oben. Das hier. Haha. Eine kleine Flasche, die Gewebeproben von Evelyn enthält. Ja. E-Nekrotoxin. Ein besonderes Serum zur Beseitigung von E-Serie-Individuen. Vielleicht kann es Evelyn vernichten, wenn man es ihr injiziert. Das wäre natürlich nice. Aber dazu müssen wir es ihr erstmal injizieren. Ah, hier können wir nochmal speichern. Flammengranaten. Oh! Wenn hier schon Flammengranaten sind, glaube ich nicht, dass jetzt in dem Raum da irgendwas Nettes sein wird. Eben nochmal speichern. Und ich glaube, wir sind kurz vorm Ende. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde geht's noch. War nicht mehr allzu lange. Haben wir hier noch... Wir hätten eine Magnum-Munition, aber ja. Komm, damit wir es einmal haben. Damit wir es einmal haben, nehmen wir die mal mit.
Wir haben hier noch Ätzmittel. Das brauchen wir aber momentan nicht. Brennerkraftstoff? Nee, brauchen wir alles nicht. Nee. Psychotonikum brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Alles klar. Gut, dann laden wir mal nach. Laden wir hier alles mal nach. Ah, das Maschinengewehr. Warte. Ich würde sagen, wir tauschen... Ne, wir tauschen das. Weil ich nicht weiß, was uns jetzt gleich erwartet. Wir tauschen das hier, weil wir dafür keine Munition haben. Und ich will das hier tauschen, weil ich das ausprobieren möchte. So. Heißt, das laden wir nach. Das hier laden wir nach. Oh, dafür haben wir sogar zwei Munition. Nochmal speichern. Jetzt geht's los. Dünn. Ah, die will ich jetzt noch nicht verwenden. Wenn, dann will ich die. Weil ich weiß nicht, wie viel Damage macht. Ich will die für größere Gegner verwenden. Vielleicht macht die ja so 3 Milliarden Damage. Weil die Munition, die ist am seltensten, ja. Sogar die scheiß Flammengranaten kriege ich öfters oder so zugeworfen als Magnum-Munition. Ja, sogar die. Flüssige Chemikalie, sehr schön. Sehr, sehr gut. Okay, wo muss ich? Ah, hier hin. Okay. Wir könnten theoretisch nochmal so eine Arznei machen. Hammer eklig. Wir können nicht laufen. Das ist das Lied, was im Intro immer läuft. Das ist nice. Ich mag das Lied voll. Warte, was habe ich gerade da aufgenommen? War das nicht Stimmt-Munition? Ne, das war Magnum-Munition. Nice. Nee. Das hat mich jetzt noch nicht erschreckt. Okay. Scheiße! Komm her. Bumm! Dogestick. Dogestick. Du kannst mir gar nichts. Du gehst weg. Nein, er hat sich geduckt. Och, fick dich doch. Du bist ein kleines böses Ding. Du bist ein kleines böses Ding. Ja? Oh, macht das Damage. Wow, das. Der Damage ist ordentlich, sagen wir es mal so. Schade. Ah, der hat auch riesigen Rückstoß. Aber wir kriegen langsam auch Halluzinationen. Heißt, wir sind auch infiziert. Und das heißt, es wird nicht gut enden. Wusste ich doch, dass einer kommt. Nein, nicht beide. Nein, shit. Boom. What? What? Der macht 100 Damage. Natürlich, Alter. Vierbeiniger Moldet. Dafür habe ich jetzt aber all Money. Gut. Dann benutze ich das hier noch nicht. Dann benutze ich erst noch mal das hier. Weil dafür habe ich noch mehr Muni. Und mach so. So, jetzt kommt hier aus dem Boden einer. Scheiße! Da oben kommt gleich einer her. Bumm. Nicht ducken, nicht ducken, nicht ducken. Bumm. Guck mich schön an, ne? Nicht ducken, nicht ducken, nicht ducken. Guck mich schön an. Danke. Bumm. So, sehr gut. Das hat so gut funktioniert, ne? Das hat gut funktioniert.
So, Kraut. Das hat gut funktioniert. Man muss nur die Bewegung da kennenlernen. Shit, nicht getroffen. Der Typ, der rastet direkt aus. Ja, genau. Nicht ausrasten. Nein, nicht ausrasten. Ich muss deinen Kopf treffen. Ich glaube, ich habe deinen Kopf getroffen. Jawohl, sehr schön. Das klappte gut. Ich würde aber sagen, ich heile mich eben. Weil wir haben gerade gesehen, die machen schon ziemlich viel Damage. Ja. Ja. So, wir können entweder hierher. Ah, das hier, glaube ich, ein Kreislauf, ne? Ah, hätten wir die lang locken können. Alles klar. Ja, das müssen wir jetzt nochmal zerstören. Weil die fangen ja wieder an, Asi zu sein. So. Du bist direkt tot. Das war echt gut, dass ich die Flinte ausgerüstet habe. Ich habe kurz gedacht so, okay, rüste lieber die Pistole aus. Aber Flinte war die richtige Idee. Oh, eine Bombe. Hier kommen auch noch mehr Gegner. Vertraut mich. Maschinengewehrmunition, alles klar. Gut. So, können wir noch eben machen. Nachladen. Lol. Das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Muss ich sagen. Aua! Wieso, Junge? Wieso? Ja, war ja gut geblockt. Oh Gott, jetzt ist fast hier runtergefallen. Oh oh. Eine. Oh, Schrotflinte. Bam. Sehr gut. Das klappt gut, das klappt gut. Ich kann schon mal so erledigen. Okay. Jetzt hab ich hier einen Muni mehr. Weiter. Zack. Zack. Alles klar, gut. Das haben wir gut gelöst. Muss ich mir mal selbst gut zusprechen. Oh, jetzt können wir uns leider nicht mehr heilen. Wir haben echt wenig Muni. Wir haben echt wenig Muni. Das heißt eigentlich, dafür haben wir keine Muni mehr. Dafür haben wir keine Muni mehr. Ich will ja... Stellt euch mal vor, jetzt kommt wieder eine Gegnerhorde. Ich muss das erstmal nachrüsten. Ich habe da Waffen drin, wofür ich keine Muni mehr habe. Okay. Alles klar. Kann ich hier noch irgendwas machen, bevor ich hier runterschütze? Nö. Boah. Eine Lampe. Eine Lampe. Okay. Ich möchte hier gerne mal das machen, weil ich finde, das dauert jetzt schon ziemlich lange, bis die mal getötet hab. Oh, Dicker! Oder ein Dicker, ja, wir sind. Ja, sogar zwei Dicker! Aua! Oh, von wo kommst du? What the fuck, Alter? Ich sterb gleich. Von wo kommt ihr denn, Alter? Der ist noch nicht tot. Natürlich nicht. Nee, 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 nee. Jetzt ist er tot, ne? Nein, der ist doch nicht tot. What? Komm schon. Bist du jetzt tot? Ja. War es das? Boah. Selbst, ich muss sagen, selbst das haben wir sehr gut gelöst. Junge, Junge, Junge.
Ich will jetzt gar nichts mehr rauskehren. Gib mir eine. Ja, jawohl. Genau das habe ich gebraucht. Puh. Maschinengewehrmunition. Also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das überlebe. Und ich habe nur die Bomben und den Revolver benutzt. Und ich muss sagen, der Revolver ist geil. Der ist geil. Geil. Erste Hilfe-Arznei. Haben sie extra noch so bereitgestellt. So, ja, die brauchst du. Hier, nimm sie schon mal. Ah, das waren zwei, ne? Das war nicht nur eine. Na gut. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich. Gut. Alles klar. In den Minen. Ja. Ich kann auch gar keine Schrotgewehrmunition oder so herstellen, ne? Wir haben jetzt gar nichts mehr. Gar nichts. Ja, also kann ich auch eigentlich das Messer hier ausrüsten. Gar nichts mehr. Gar nichts. Da ist ein Ritz. Ah, hier ging es gerade noch links rum. Das will ich eben schauen. Okay, hier kann ich nicht runter. Okay, ich dachte, da wäre jetzt noch was. Alles klar, dann gehen wir durch den Ritz. Durch den Spalt. Ich bin auch gespannt, wie lange das dauert, ne? Wir haben jetzt schon das Serum und so. Jawohl, sehr, sehr gut. Nice. Karte des Bergwerks. Alles klar. Wo sind wir gerade? Ups. Ich möchte gerne eigentlich ein bisschen... Ah, da sind wir als hergegangen. Da waren wir auch schon. Ja, da sind wir reingekommen. Hier ist das Labor und so. Ah. Oder? Nee, hier sind wir gar nicht lang gegangen. Oder? Zuchtraum. Labor. Büro. Oder? Ah, doch. Doch, klar, klar. Hier sind wir lang gekommen. Ja, ja. Hier sind wir lang, hier sind wir lang. Dann sind wir da hoch. Wir sind immer höher, höher, höher. Jetzt sind wir da. Gleich sind wir hier. Irgendwo. Aber das Erdgeschoss haben wir noch nicht gesehen. So. Gut. Gehen wir mal hier raus. Und hier ist der Schaukelstuhl von Evelyn, der alten Oma. Ne? Oh! Wir sind hier in der Puppen. Ganz am Anfang. Wo hier Mia saß und so weiter und ich hier die Puppe angeguckt habe und Mia dann mitgenommen wurde. Bin ich sicher? Alter. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Ja, genau, wir sind daher gekommen, die ist wahrscheinlich zu. Ja, war klar. Wäre auch unnötig gewesen, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen könnten. Und das ist E001. Und wir dachten uns damals so, hä, was ist das? Hä? Keine Ahnung, wieso ist da eine alte Oma oder so, oder alte Oma? Und wieso steht da E001? Das ist die E-Serie, die erste E-Serie. Ja, das ist Evelyn. Das ist Evelyn. Das ist Evelyn. Hätte uns mir aber auch schon mal sagen können, oder nicht? So, ja, guck mal, das ist Evelyn und so. Das ist doch klar. Das musst du jetzt so und so machen. Und hier ist Evelyn rauf, mir raufgekrochen. Als es so voll Schiss hatte. Und der erste Erschrecker war hier. Hier kommt jetzt nochmal Nostalgie. Und hier war das Telefon. Komm. Ne, ist immer noch kaputt. Schade. Ah, es ist die ganze Zeit Nacht, ne? Stellt euch mal vor. Ah, hier kann man auch nicht raussehen. Was? Lass mich! Hallo, Evelyn.
Na, wie geht's so? Lass mich mal hier rein. Hallo Mia. Und Evelyn hat uns damals die ganze Zeit zugeschaut. Das ist deine Schuld. Warum sehe ich das? Weil ich infiziert bin. Deswegen. Komm schon, kann ich nicht hier noch irgendwas mitnehmen? Genau, so war das. Und ich habe gesehen, man konnte hier sich ein Holz abbrechen oder so und das als Waffe benutzen. Und selbst das hier habe ich gesehen. Aber hier war damals alles voller Blut und alles. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nee, habe ich nicht. Okay. Gehe ich mal weiter. Es kommt hier die ganze Nostalgie. Oh, hier kam die Kettensäge und alles. Hier schon wieder Mia. Evelyn. Komm, hier kommt jetzt Mia rausgesprungen. Komm, Mia. Jawohl. Evelyn, ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt weh. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Alles klar. Gut, das war's also. Aus diesem Grund ist hier Mia ausgerastet, weil sie die ganze Zeit Befehle von Evelyn gekriegt hat. Die ganze Zeit. Und ich bin immer noch in den Rückschau. Ja, weil mein Bild ist immer noch so leicht weiß. Das hier kann ich nicht nochmal sehen, ne? Ne. Ah, hier ist auch das Puppenhaus von Evelyn. Hier ist nochmal die Baker's Family. Und wir müssen Evelyn jetzt töten. Nächste Szene war eigentlich oben. Ja, mit der Kettensäge. Ich will hier eigentlich nochmal schauen. Ob ich nicht hier einfach rausgehen kann. Aber ich kann hier auch nichts mehr nochmal. Hier war ja die Krähe und alles im... Nicht erschrecken, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Da ist sie. Hallo. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! What? What? Nein! Nein, oder? Lass mich hin! Nein. Okay. What? What the fuck, Alter? Ich habe jetzt eigentlich nur drauf spekuliert, dass das echt eine Halluzination war. Ansonsten hätte ich jetzt meine ganze Munition verballert. Und die Musik ist schön. Ich kann nicht hier raus, ne? Ne, kann ich gar nicht interagieren mit. Lol. Alles klar, hier fällt einfach zu. Die Puppe, ne? Junge, Junge, Junge. Die Puppe hat Ähnlichkeiten mit Evelyn, muss ich schon sagen. Und es war ja auch die Puppe, die in diesem Zimmer gerade war, die ich aufgehoben war, hab. Naja, gehen wir mal nach oben. Mal schauen, was da so abgeht. Hier muss ja irgendwas abgehen. Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Ich dachte, die wäre oben oder so und auf einmal steht die vor mir. Na gut. Gehen wir mal nach oben. Da ist Evelyn. What? Na, komm her. Ah, oh, shit. Ich muss blocken. Ansonsten macht die mir viel zu viel Damage. Komm, ja. Komm her. Du kommst jetzt her zu mir, kleines Kind. Doch. Du kommst her zu mir. Komm her. Oh, doch. Komm her zu
mir! Nein. Doch! Nein, nein, nein! Doch! Okay, was passiert jetzt? Du! Wie ich schon gesagt habe, die alte Frau. What? Ich weiß. Oh, es muss sein. Es muss sein. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? What? Jetzt habe ich keine Muni mehr. Ihr wollt mich verarschen, ne? Ich kann hier nicht entkommen. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Aua. Ich habe keine Muni mehr. Du willst... What? Wo bin ich? Was passiert hier? Warte, Helikopter. Geil, Helikopter. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Du bist jetzt ein großes Mädchen? Alles klar. Wie du das sagst. Ich habe keine Muni mehr. Komm her. Oh, ich bin nur ein kleiner Junge, du bist ein großes Mädchen, okay. Aua. Ich brauch irgendwoher eine Waffe. Ich hab keine Waffe mehr. Ich kann nicht messern. Oh, mein Bein. Hilfe. Ich kann nicht messern. Komm her. Aua. Ich wollte nur eine Familie. Ja, ich weiß. Komm her! Zack, zack! Ich messe dich! Ich stopp gleich. Kann ich mich irgendwie heilen? Nein, kann ich nicht. Messer dich! Aua! Oh! Okay, ich muss vielleicht Objekte verwalten. Bomben mit Fernzügen. Sie können Bomben mit Fernzügen deinen Gegner anbringen, wenn sie mit diesen ringen. Ah, cool. Nervengiftgranaten. Wir müssen echt irgendwas... Wir können ja, glaube ich, nicht mehr craften. Nee. Ich muss jetzt irgendwas... Oder kann ich das noch... Nein! Nein! Oh! Ich habe auf Rechtsklick gedrückt. Oh, weil ich gucken wollte, ob ich craften kann. Boah, bin ich doof. Oh mein Gott! Ja, dich hassen alle. Du bist auch scheiße. Du hast mich verwirrt. Und so endet alles, womit es auch angefangen hat, ne? Hier auf dem Dachboden. Rechts ist noch. Von rechts bin ich hergekommen. Da sind wir rausgegangen. Ja, ja. Und wir dürfen jetzt nicht alles verfeuern. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt alles verfeuern dürfen. Ich glaube, wir dürfen unsere Pistole verfeuern. Magnum sollte ich vielleicht nicht verfeuern. Schön immer das Auge. Das Auge ist auch gar nicht gruselig oder so. Ich weiß gar nicht. Tötet ihr mich jetzt? Oder, Also muss ich einen gewissen Grundschaden haben, damit das gleich ausgelöst wird. Oder bin ich jetzt einfach tot? Oder gelöst. Ja, ich brauche echt einen gewissen Grundschaden. Okay. Scheiße. Immer meine Füße, Alter. Was hat die mit meinen Füßen? Ah, jetzt kann ich noch mal Objekte verwalten. Evelyn, weiter. So, eben schauen. Ich brauche. Was habe ich nicht? Was habe ich und was habe ich nicht? Als das ist jetzt der letzte Kampf, das Evelyn, ne? Also ich brauche jetzt, ich habe 3 Dietrich noch, Alter. Kraut, Krähen, Festbrennstoff. Ich kann nichts craften, das ist klar. Pillenfernrohr, ich brauche Muni. Brennerkraftstoff. Ich brauche Brennerkraftstoff. Das ist mit das Einzige, was ich noch habe.
Und den Brenner brauche ich. Dafür brauche ich. Ja, das hier brauche ich eigentlich nicht. Weil dafür habe ich keine Muni mehr. Das hier brauche ich nicht. Oh, ich kann doch noch craften. Das ist gut, das ist gut. Hm, okay. Kann ich denn hier noch irgendwie schauen? Oh, jetzt habe ich schon wieder Rechtsklick gedrückt. Das war knapp. Mal eben schauen, ob hier irgendwo noch Sachen sind, die ich benutzen kann. Zum Beispiel so Schießpulver oder so. Ne, hab nichts mehr. Nichts mehr. Das heißt, ich kann hier höchstens noch sowas craften. Na gut. Warte. Das hier machen wir mal so. Das hier machen wir mal so. Na gut, versuchen wir es so. Versuchen wir es mal so. Du. Du. Ja, ich. Warum hassen mich alle? Tja. Alle hassen dich, weil du vielleicht ein bisschen komisch mit den Leuten umgegangen bist. Ich glaube, es tut weh. Verdammt. Fahr zur Hölle, meinst du noch? So, jetzt brauche ich die Pistole. Jetzt brauche ich diesen Grundschaden wieder. Den habe ich gerade ohne die Flammengranaten geschafft. Aua. Oh. Ah, das war der Grundschaden. Das war der Grundschaden. Alles klar. Also war auf einmal vor mir. Sehr gut. So. Da sind die Hubschrauber wieder. Wieso können die mir eigentlich nicht helfen? Einfach so Geschütz rausholen oder so, die abballern. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Ja, ja. Okay, nehmen wir dafür. Dafür aber für den Magnum noch. Du bist ein kleiner Junge. Ja. Aua. Treff dich damit. Aua. Ich weiß gar nicht, ob du. Oh. Ich muss jetzt reinhauen oder so. Hab schon. Ich weiß nicht, treff dich damit? Nee, ich glaube nicht. Aua. Ah. Ich wollte nur eine Familie. Nein, ich muss nachladen. Jawohl. Das war. Aua. Boah. Ey, eine Pistole. Ich will die Pistole. Oh, oh, aua. What the fuck? Albert 01. Was ist das denn für eine Waffe? Die sieht cool aus. Ein Schalldämpfer. Jetzt geht's los. 9 Schuss. Ich seh nix. Ich seh nix. Brauch dich. Da. Ins Auge, Junge. Ins Auge. Bam. Schluss mit dem Spielchen. Schluss mit dem Spielchen. Was passiert jetzt? Alter, verschönert die sich? Hab ich gewonnen? Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Oh, nice! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen. Das ist krass. Was passiert jetzt? Okay, Helikopter. Evelyn ist tot. Und jetzt kommen die mit ihren Waffen alles. Ja, ja. Aber mich erstmal kämpfen lassen.
Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Habe ich mich gerade auch gefragt. Boah, krass. Ethan? Lol. Die haben mir geholt. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Nice. Resident Evil 7. Was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt nochmal das Intro sozusagen. Oder sozusagen das Outro. Mit der geilen Musik. Gut. Nice. Das ist sozusagen die Credits. Nice, okay. Dann kann ich ja währenddessen mal ein bisschen erzählen. Ja, das Spiel finde ich eigentlich ganz nice. Ja. Finde ich viel besser als die Vorgänge von Resident Evil. Endlich mal wieder ein bisschen Horror. Einige Schrecker waren dabei. Das auf jeden Fall. Muss auch sagen, dass die Gegner, ja, die waren okay, waren nicht so arg abwechslungsreich, aber die Story an sich war cool, ja. Auch ein paar Brainfuck-Momente dabei, als allein schon ich wusste, dass Evelyn die Oma war, ja. Kann das Spiel auf jeden Fall weiterempfehlen, wer auf so welche Spiele steht, das auf jeden Fall. Ich finde auch, das hat sich auf meinem Kanal ein bisschen gezogen, weil ich habe das ja nur alle 2 Tage gebracht, aber boah, na gut. Ich kann schon mal sagen, so viel habe ich mir schon mal angeschaut, dass die DLCs, die werde ich nicht spielen, aber die DLCs handeln davon, wie sich das alles entwickelt hat. Zum einen, dass Evelyn, also sozusagen, dass die Bakers die Mia die Evelyn aufgenommen hat, man da Zoe spielt, die Evelyn aufgenommen hat, weil da angeblich das Schiff gestrandet worden sei und es durch die Nachrichten gegangen ist und so weiter und dann die Evelyn halt bei denen auftaucht, ne, als sozusagen das Opfer von dem Schiffsbruch und die nehmen das dann auf und dann sagen die Eltern so, okay, das wird jetzt eine neue Schwester und so weiter, gewöhne ich schon mal dran. Und dann, keine Ahnung, dann liegt sie halt im Bett von der Zoe. Und Zoe geht dann halt zu dem Kind hin, also zu Evelyn, und meint dann halt so, geht's dir gut? Und Evelyn meint dann nur so, das sind jetzt meine Eltern. Das sind jetzt meine Eltern. Und ja, so entwickeln sich das, dass dann die Mutter als erstes infiziert ist. Und das war auch cool hier, dieses Outro, dass dann der Vater danach infiziert ist, weil der Vater der Mutter erstmal helfen will, weil der keine Ahnung hat, was da vorgegangen ist, weil sie einfach nur schlecht geht und so weiter. Und so geht's dann halt weiter und dann infizieren die auch noch die Zoe danach. Ja, okay. Und ja, dann gibt's noch ein kleines DLC, so ein kleines Karten-DLC, wo man dann
Black Jack spielt und so. Das ist auch ein bisschen witzig. Ja. Zum Spiel generell kann ich sagen, ich kann es echt empfehlen. Für, keine Ahnung, für wie viel habe ich es gekauft? Ich glaube für 40 oder so. Kann ich empfehlen. Ich glaube, ich habe jetzt 12 Stunden oder so gespielt. War auch witzig. Und, ja, das Let's Play hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, aber auf jeden Fall denke ich, dass das Ende war cool, ja, aber es war nicht schwer. Also ich habe es jetzt sozusagen beim ersten Mal geschafft, wenn man sich ein bisschen konzentriert, schafft man das beim ersten Mal. Es gibt Spiele, da sind die Enden echt krass. Also da sind, keine Ahnung, da probierst du es echt 20 Mal oder so und schaffst es dann beim 50. Mal. Und, ja, finde ich aber cool, cooles Ende. Happy End war auch dabei, alles klar. Dann würde ich sagen, bewertet bitte das Video, ja, das ganze Let's Play, ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Und, ja, wie euch das gefallen hat, wie ihr, Verbesserungsvorschläge bitte, darauf werde ich auf jeden Fall achten. Und natürlich auch bitte ein Like oder so dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.